dass die Kapelle, hier übrigens die Gommersheimer Dorfmusikanten, vorne wegläuft, kommt fast überall vor. Dass aber der gleich nachfolgende Kerbewein von der protestantischen Pfarrerin gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen gezogen wird, ist schon viel seltener. Dies sei aber in Gommersheim gute alte Tradition, so Pfarrerin Martina Horak-Wertz. Noch mehr erstaunt hat mich allerdings, was beim Umzug sehr viele Gommersheimer teilnehmen, und das liegt auch wieder an der Kirche. Da ist es kein Kerbebeginn, bevor nicht ein gemeinsamer Gottesdienst abgehalten wurde. Auch das ist so Tradition in Gommersheim. Der Zug setzt sich aus Bürgermeister und Gemeinderat sowie vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Vereinen und Gruppen zusammen und alle ziehen erst einmal zur Kirche, wo der alten Bedeutung des Wortes Kerbe, nämlich Kirchweih, gedacht wird. Kerwe, der eigentliche Ursprung dieses Wortes ist, bedeutet Kerwe, stammt von Kirchweihe. Kirchweihe, das heißt, in Dienstnahme einer Gebäude, das heißt, dass dieses Gebäude ein Gotteshaus wird, dass man sich dort versammelt, um zu beten. Wir wollen diese Kerwe unter Gottes Fürsorge und Segen stellen. Deswegen wollen wir nun miteinander beten. Lasst uns beten. Gott des Lebens, wir danken dir, dass wir wieder Kerwe feiern dürfen. Wir danken dir für alle gelungenen Beispiele der Zusammenarbeit und des friedlichen Zusammenlebens. Behüte und bewahre uns. Amen. Wir beten gemeinsam weiter, wie Jesus es uns gelehrt hat und wir es Christinnen und Christen in der ganzen Welt tun. Nach dem Vaterunser folgt noch ein gemeinsames Lied sowie der Segen. Danach setzt sich der Kerwezug zum Festplatz in Bewegung. Auch hier richtet sich der Festzug wieder nach der alten Marschordnung. Kapelle, beide Pfarrer, Kerwewein, Bürgermeister, Gemeinderat und alle anderen Teilnehmer. Nur, dass dieses Mal die Dorfjugend mit dem Kerwebaum an der Spitze geht. Am Festplatz angekommen wird der Kerwebaum von den Konfirmanden und Präparanden unter tatkräftiger Mithilfe des ersten Beigeordneten Günter Brauch sach- und fachgerecht aufgestellt. Bürgermeister Lothar Anton begrüßt nun die eintreffenden Zugteilnehmer, allen voran die beiden Pfarrer, die die schwere Last des Kerweweins zogen. Die Kinder und Erzieherinnen der protestantischen Kindertagesstätte Sternschnuppe, die Mitglieder der Volkstanzgruppe Gommersheim und die Sänger und Sängerinnen des Männergesangvereins, der zwischenzeitlich wohl zu einem gemischten Chor wurde. Als nächstes kommt die Pferdekutsche von Oswald Brauch in Sicht. Das sind zur Herrschaftsgruppe eine Frau, eine ehemalige Gemeinderätin, die nicht mehr wollte. Die Bäckerei Stoll, die erst seit 4 oder 5 Wochen in Gommersheim ansässig ist, sorgt auf nahrhafte Weise für die Stärkung der Zugteilnehmer, aber auch der Zuschauer. Auch die Gommersheimer Jugend ist tatkräftig und gemütlich auf dem Wagen beim Umzug dabei, gefolgt von sehr aktiven Volleyballern. Auch die Freimersheimer Dorfjugend unterstützt den Umzug der Nachbargemeinde Gommersheim mit ihrer Teilnahme. Direkt danach folgen einige Gommersheimer Jugendliche, die gerne einen sogenannten Dirtpark für sich und ihr BMX-Rad-Hobby hätten. Und hier sehen wir eine Gommersheimer Attraktion. Maggie und Holger mit ihren Freunden vom Reiterhof Eagles and Horses beim Ritt ohne Sattel. Ja,
das ist Eagles and Horses hier in Gommersheim. Okay, erzähl mal ein bisschen, was ihr da macht. Eagles and Horses versteht sich als Erlebnis- und Ponyhof für Kinder, Jugendliche und Familien. Wir machen Reitunterricht im indianischen Stil, bieten indianische Camps an. Das heißt ohne Sattel und so? Auch ohne Sattel. Als höchstes Ziel wäre hier das Reiten ohne Sattel und ohne Zaumzeug, wobei der Weg dorthin natürlich sehr weit ist. Das scheint nicht so ganz einfach zu sein. Das, ne? Ist sicherlich nicht ganz einfach, vor allem dann, wir haben ja auch Schulpferde und die Schulpferde verdienen ihr täglich Brot ja damit, dass sie anderen Menschen das Reiten beibringen. Und damit ist eine hohe Sensibilität des Pferdes sehr schwierig. Mhm. Und die hohe Sensibilität müsste sein, um wirklich das absolut freie Reiten umsetzen zu können. Trotzdem bemühen wir uns, durch ständiges Korrekturreiten die Sensibilität zu erhalten vom Pferd. Halten unsere Pferde so naturnah wie möglich. Die sind im Sommer ganz täglich auf der Koppel, also Tag und Nacht auf der Koppel, leben im Herdenverband, was auch sehr viel dazu beiträgt, dass sie einfach gelassen und ruhig sind, sodass sie dann letztendlich auch in der Lage sind, so einen Umzug wie heute hier in Gommersheim mitzugehen und wir auch da ohne Sattel reiten können, ohne Bedenken zu haben, dass die uns irgendwo an der nächsten Straßenecke absetzen. Ja, ich habe es gemerkt, ihr habt mit den Pferden einen sehr guten Kontakt. Weil die sind ja manchmal schon ein bisschen nervös geworden. Aber die Reiter und Reiterinnen haben das eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ne? Ja, es ist unser Ziel, diese Ruhe zu bewahren. Mhm. Ja klar, da muss natürlich die Ruhe vom Reiter auf das Pferd übergehen und andersrum auch. Ne? Ansonsten funktioniert das eh nicht. Vielen Dank. Zum Schluss treffen die Oldtimer-Freunde Westheim mit einer Treckerparade ein. Und ganz zum Schluss natürlich die, die über unsere körperliche Unversehrtheit wachen, die sogenannten Helfer vor Ort, die HVOs oder First Responder. Damit war der Umzug zu Ende, aber die Kerbe ging weiter mit dem Auftritt der Kinder vom Kindergarten Sternschnuppe. Diese haben Freude an ihrem Tanz und Mama, Papa, Oma und Opa beobachten strahlend ihren Nachwuchs. Dann sind die Großen an der Reihe und zuerst folgt die Volkstanzgruppe Gommersheim und danach ein Auftritt des MGV. Nach dem Fassanstieg von Kerbewein, hier würde der Bayer sagen O-Zapft ist, kann man kostenlos für sich die protestantische Pfarrerin und ihr katholischer Kollege abgemüht haben. Aber ich glaube, so schwer war es nicht. Und der Wein beginnt zu fließen. Nachdem Bürgermeister Anton die Kerwe als eröffnet erklärt hatte, taten Kinder und Erwachsene das, was sie jedes Jahr auf der Kerwe tun und das doch immer wieder Spaß macht.